Hallo Internet. In den letzten paar Wochen habe ich mit einem Stück Fotoequipment ganz besonders viel Spaß gehabt. Und ja, die GFX100S macht schon Spaß, aber ich will mit euch heute über die Instax-Drucker sprechen. Das coolste Feature am Instax SP3 ist natürlich das neue Design. Er sieht aus wie ein Stealth-Bomber, man kann sich damit also endlich auch mal in der Öffentlichkeit blicken lassen. Nee, das coolste Feature ist natürlich, dass er Instax Square ausdrucken kann. Die Square-Prints sind schon nochmal eine ganze Ecke cooler als die normalen Prints, eben weil sie das klassische Sofortbildformat quadratisch haben. Sind auch ein bisschen größer als die Instax Minis, sind zwar gleich hoch, aber ein bisschen breiter, die Square-Prints. Für mich der tollste Drucker, den ich je hatte in der Art. Ich hatte auch schon andere kleine Fotodrucker, die man irgendwie mobil mitnehmen konnte. Das war aber immer Rumgeeier mit Papier, mit wie druckt man, was muss man reinlegen, Verbrauchsmaterial und so weiter. Es gibt nichts Einfacheres wie dieser Instax-Drucker, wenn man unterwegs schnell mal Bilder drucken möchte. Mein Instax SP3 begleitet mich jetzt schon seit ein paar Jahren auf Reisen, auf Jobs oder einfach so im Alltag. Ich habe damit schon bestimmt ein paar hundert Prints auf jeden Fall schon rausgelassen und funktioniert nach wie vor wie eine Eins. Eins meiner liebsten und wichtigsten Geräte in meinem Fotoequipment. Warum, sage ich nachher noch. Den SP1 würde ich als die erste Generation der Instax-Drucker bezeichnen. Der SP2 und der SP3 sind sowas wie Generation 1.5, würde ich mal behaupten, dass sich technisch tatsächlich gar nicht so viel geändert hat. Und ich will euch jetzt einen kleinen Einblick geben, wie man mit der Generation Instax-Druckern arbeiten kann. Die beste Möglichkeit, mit den Instax-Druckern zu arbeiten, ist sicherlich die Smartphone-App. Davon gibt es allerdings im Moment zwei. Ich zeige euch jetzt erstmal die alte Smartphone-App, die funktioniert mit dem SP1, dem SP2 und dem SP3. Bevor man allerdings mit der App loslegen kann, immer dran denken, man muss sich erst einmal per Wi-Fi mit dem Drucker verbinden. Das heißt, einmal Drucker einschalten, euch mit dem Wi-Fi des Druckers verbinden und dann wieder rüber in die App. Ihr könnt dann aus den Bildern, die auf eurem Smartphone gespeichert sind, ein Bild auswählen und direkt auf den Drucker rüberschicken. Das funktioniert total simpel, einfach Bild auswählen und drucken. Gewinnt nicht unbedingt einen Preis für Geschwindigkeit, dafür sind es schöne Drucke. Der nächste Schritt ist ganz wichtig. Schütteln ist tatsächlich optional bei den Instax-Bildern, es bringt keine Veränderung. Ihr könnt auch direkt mit der App Bilder schießen und auf dem Drucker ausdrucken. Das macht aber nur bedingt Sinn. Die neuen Smartphones haben super Kameras und unfassbar viele Möglichkeiten, was man mit diesen Kameras machen kann. Die ganzen Funktionen sind aber natürlich nicht in der App drin, sondern nur in der Kamera-App eures Smartphones. Sprich, es macht mehr Sinn, mit der Kamera-App die Bilder zu schießen und dann nachträglich in der Instax-App die Bilder auszudrucken. Dann kann man zum Beispiel solche Sachen nutzen wie den Porträtmodus bei iOS. Das beste Feature an der alten Instax-App, und das fehlt leider in der neuen, sind aber Vorlagen. In diesen Vorlagen kann ich Texte hinterlegen, die über die Bilder drüber gelegt werden. Die kann ich dann immer wieder verwenden. Ich zum Beispiel habe mir einfach zwei Vorlagen angelegt, in denen klein meine Webadresse unten drin steht. Sprich, ich kann Bilder rausgeben und unten steht im Bild drin www.thomasjones.de. In den Vorlagen ist neben dem Text auch ein Bild hinterlegt. Ich glaube, die Idee dahinter ist, dass ihr Drucke immer wieder verteilen könnt und immer den gleichen Text auch drin habt mit dem gleichen Bild. Ich mache es tatsächlich so, ich nutze es nur, um Kontaktinformationen auszutauschen. Man könnte also Visitenkarten mit einem Bild verteilen. Ich finde Visitenkarten mit Bildern aber super schräg. Deswegen mache ich es immer so, ich habe zwar die Kontaktdaten drin, ich tausche das Bild aber meistens aus. Ich füge also ein Bild ein, das ich zum Beispiel von den Leuten gemacht habe, denen ich die Bilder gebe. Dann haben sie ein Bild von sich, aber eben meine Kontaktinformationen drauf. Letztes Feature an der App ist der Realtime-Mode. Damit könnt ihr aktuelle Zeit-, Wetter- und Ortsinformationen direkt in die Bilder eindrucken lassen. Die App warnt euch aber dann, weil sie ja nicht ins Internet kann, weil sie noch immer per Wi-Fi mit dem Drucker verbunden ist. Das ist nicht so wirklich durchdacht und ist aber zum Glück auch nicht die wichtigste Funktion der App. In der App habt ihr aber auch eine erweiterte Reprint-Funktion. Ihr könnt da nicht nur das letzte Bild nochmal drucken, sondern ihr könnt alle Bilder, die ihr schon mal gedruckt habt, nochmal ausdrucken. Neben der Smartphone-App kann ich an den Druckern aber auch direkt von meinen Fujifilm-Kameras aus drucken. Ich muss dazu einmal im Menü die Verbindung einrichten. Das finden wir in den Verbindungseinstellungen. Dort gibt es die Instax Printer Connection und dann trage ich die Nummer ein, die sich unten auf den Instax-Druckern befindet. Mag an meinem fortgeschrittenen Alter liegen, aber die Zahl ist ganz schön klein geschrieben. Einziger Nachteil ist, ich kann in der Kamera nur einen Drucker hinterlegen. Sprich, wenn ich zwei Drucker habe, muss ich jedes Mal diesen Verbindungsschritt ausführen, die Nummer nochmal neu abschreiben und eingeben, um auf dem anderen Drucker zu drucken. Was aber ohne Probleme geht, ist auf mehreren Kameras den gleichen Drucker einzurichten. Egal welche Kamera ich in die Hand nehme, ich habe auf allen den SP3 hier eingetragen und kann jederzeit auf dem meine Bilder ausdrucken. Drucken könnt ihr ganz einfach in der Bildwiedergabe, ins Menü. Und dann gibt es irgendwo hier Instax Printer Print.
drückt einmal drauf. Dann wird tatsächlich erst die Verbindung zum Drucker hergestellt. Dauert dann wieder ein klein wenig, weil Wi-Fi. Und dann könnt ihr euer Bild ausdrucken. Was beim SP3 ganz cool ist, ihr könnt in der Kamera nochmal den Zuschnitt wählen, was denn tatsächlich auf dem Square ausgedruckt werden soll, weil ihr ja Bilder im 3:2 Format habt. Einziger Nachteil in der Methode ist, ihr könnt nichts anderes mit der Kamera machen, während ihr druckt. Es bietet sich also eher an, die Bilder von der Kamera aufs Smartphone zu übertragen und dann über die Smartphone zu drucken. Dann könnt ihr trotzdem jederzeit das Smartphone einfach aus der Hand legen und weiter fotografieren, wenn vor euch was passiert. Bei dem Instax Mini gibt es allerdings eine Sache zu beachten. Klar ist, wenn ihr Bilder quer fotografiert, habt ihr diesen breiteren weißen Rand auf der einen oder auf der anderen Seite. Soweit logisch. Aber wenn ihr im Hochformat fotografiert, ist meine Erwartung, dass dann unten der breite Rand an dem Bild ist. Jetzt seht ihr hier aber schon in meinem Beispielbild, dass das nicht immer der Fall ist. Das hängt einfach damit zusammen, wie ihr die Kamera haltet beim Fotografieren. Ich halte meine Kameras beim Hochformat fotografieren so. Dann kommen sie aber tatsächlich falsch rum raus. Ihr müsstet theoretisch die Kamera so rumhalten, damit die Bilder richtig rum rauskommen mit dem breiten weißen Rand unten an den Bildern. Auch da würde mein Tipp, lieber die Bilder aufs Smartphone übertragen, da die Drehung nochmal prüfen und dann ausdrucken. Und das neueste Pferd im Stall ist der Instax Mini Link. Der Link sieht vom Design her wieder ganz anders aus. Hier hat man sich dann wohl entschlossen, ein etwas gefälligeres Design zu wählen. Ich glaube, dieses Stealth Bomber Design vom SP3 war vielleicht doch ein bisschen zu mutig. Mir gefällt's. Das ist okay. Der passt auf jeden Fall gut in die Tasche. Er ist auch noch mal kleiner als der SP2, was einem natürlich sehr entgegenkommt, wenn man das Ding zum Beispiel in der Fototasche mitnimmt. Allerdings ist Fujifilm bei Design ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit der Reduktion an Buttons an dem Ding. Es gibt nur noch einen einzigen Button, den Ein- und Ausschalter, und über eine Gestensteuerung kann ich jetzt die Reprints anstoßen. Okay, brauche ich nicht so oft. Was aber tatsächlich schade ist, ich sehe am Mini-Link nicht mehr, wie viele Prints mir noch in der Kassette zur Verfügung stehen. Bei den alten Druckern war oben eine kleine LED-Anzeige dran, an der ich sehen konnte, wie viele Bilder ich noch drucken kann, bevor der Film leer ist. Um den Drucker kleiner zu machen, ist vermutlich auch der Akku wegrationalisiert worden. Der ist jetzt integriert und leider nicht mehr austauschbar. Auch schade, aber ich kann nicht verstehen, austauschbare Akkus brauchen immer mehr Platz in den Geräten. Aber ich kann ihn noch immer per USB aufladen oder auch per USB einfach mit Strom versorgen, wenn ich dann doch mal länger drucken möchte. Was man allerdings beachten sollte, ich brauche ca. 90 Minuten, um den Link vollständig aufzuladen. Dann kriege ich aber auch ca. 100 Drucke wieder aus dem Drucker raus. Größte Verbesserung an dem Instax Mini Link ist aber, es gibt kein Wi-Fi mehr. Es gibt jetzt Bluetooth und das funktioniert 100-mal besser als die alte Wi-Fi-Verbindung. Bei den alten Druckern musste ich immer erst mein Smartphone das Wi-Fi mit dem Drucker verbinden. Das ging mal besser und mal schlechter. Das dauert immer lang. Ich habe dann keine Internetverbindung mehr an meinem Smartphone. Das ist natürlich auch super blöd. Und auch bei den Kameras hat das nie so wirklich funktioniert. Der neue Drucker kommt mit Bluetooth daher. Heißt, Drucker einfach einschalten. Im Hintergrund verbindet er sich schon mit meinem Telefon, bevor ich mein Telefon in die Hand genommen habe. Und ich kann dann direkt losdrucken. Einziger Nachteil, ich kann nicht mehr mit den Fujifilm-Kameras auf den Drucker zugreifen. Die Kameras haben zwar Bluetooth, allerdings spielen die beiden nicht zusammen. Das wäre mein erster großer Wunsch. Bitte stellt eine Möglichkeit zur Verfügung, dass ich mit meinen Fujifilm-Kameras wieder auf dem Instax Mini Link drucken kann. Dann würde ich mir auch einen von denen holen. Kommen wir zur neuen App für den Instax Mini Link. Hat mit der alten App tatsächlich gar nichts zu tun, außer dass er eben auch drucken kann. Was sofort auffällt, ist, dass die App 100-mal schneller ist als die alte und auch wesentlich besser aussieht und besser funktioniert. Das Tolle ist auch, dass sobald ich den Drucker einschalte, verbindet er sich im Hintergrund per Bluetooth mit meinem Telefon und ich kann sofort loslegen, ohne nochmal in die Einstellungen rein zu müssen und mich mit dem Drucker zu verbinden. Die App hat auch eine Gestensteuerung in Verbindung mit dem Drucker. Heißt, je nachdem, wie ich den Drucker halte, verändert sich die App. Ich bin jetzt im normalen Druckmodus. Wenn der Drucker aufrecht steht, lege ich den Drucker hin, schaltet sich der Party-Modus an. Auch im Party-Modus kann ich natürlich einfach ein Bild drucken. Ich kann aber auch Collagen machen. Ich habe aber auch Zusatzfunktionen. Ich kann mich zum Beispiel mit mehreren Smartphones mit einem Master-Telefon verbinden, das dann die ganzen Bilder auf dem Drucker ausdruckt. Bis 5 Geräte können das gleichzeitig machen. Ich kann auch einen Mix-and-Match-Modus machen. Man kann also Fragen beantworten auf dem Telefon und schauen, wie gut man freundschaftlich zueinander passt. It's a thing. Nicht unbedingt die Features, die ich oft brauche. Im normalen Modus kann ich aber wie in der alten App einfach meine Bilder auf dem Drucker ausdrucken. Cooles Feature hierbei ist allerdings, dass ich jetzt Videos ausdrucken kann. Also einzelne Frames aus Videos ausdrucken kann. Das ist, wenn ich zum Beispiel irgendwas gefilmt habe und mir gefällt ein Frame aus diesem Video ganz besonders gut, kann ich das hier auswählen und direkt auf dem Drucker ausdrucken.
Auch die App hat natürlich die Möglichkeit, sie als Kamera zu benutzen. Ich kann hier einen Self-Timer einstellen, so kann ich also Bilder von mir mit meinem Smartphone machen und auf dem Drucker direkt ausdrucken. Das ist übrigens der Konfetti-Film, den ich gerade eingelegt habe. Und ich muss zugeben, ich finde den besser, als ich dachte. Jetzt zeige ich euch noch die schiere Vielfalt an Instax-Filmen, die es gibt. Und dann wisst ihr auch sofort, warum ich wirklich nur eine Randgruppe bin und nicht unbedingt die Kernzielgruppe der Instax-Produkte. Danke Fujifilm, dass ihr mir alle Filme einmal geschickt habt. Es gibt jede Menge unterschiedliche Instax-Filme. Man muss allerdings beachten, es gibt Unterschiede zwischen den Instax Mini, der Instax Square und den Instax Wide Format. Die größte Produktvielfalt haben sicherlich die Instax Mini-Filme. Da gibt es von Mermaid Tales, also Meerjungfrauenschwänzchen, bis über Macaron, Shiny Star. Den finde ich tatsächlich cool und den kaufe ich auch öfter, der Black-Film. Der hat nämlich einen schwarzen Rand anstatt den typischen weißen Polaroid-Rand. Und damit sehen die Bilder schon richtig cool aus. Es gibt Konfetti, es gibt Stained Glass, es gibt Comic-Instant-Film, es gibt ziemlich alles Mögliche irgendwie. Und da einige davon ziemlich pink, rosa und shiny sind, glaube ich, ich bin nicht die Zielgruppe dafür. Es gibt leider nicht alle Varianten der Instax-Filme für alle Formate. Das umfangreichste Sortiment hat sicherlich der Instax-Mini-Film. Das ist auch der verbreitetste von allen. Der Instax-Wide wird tatsächlich immer weniger, für den Square kommen immer mehr. Instax-Mini, wie gesagt, hat die allermeisten unterschiedlichen Filme im Moment. Für Instax Square gibt es mittlerweile auch den Rainbow, es gibt die Black, es gibt die normalen. Es gibt für alle drei Filmvarianten auch noch den Monochromfilm. Tatsächlich ist der bei den Druckern ja nicht unbedingt notwendig, da ich ja die Bilder vorher in schwarz-weiß wandeln kann und dann auf die normalen Filme drucken kann. Der ist also eher für die Kameras gedacht. Ich bin aber ehrlich, ich drucke ganz gern auf dem Monochromfilm, weil ich mir einrede, dass es dann echtes Schwarz-Weiß ist. Das waren also die Filme. Jetzt kommen wir dazu, wie man auf den Instax-Druckern tatsächlich druckt. Anwendungsfall Nummer 1, Inspiration. Wenn ich im Internet ein Bild finde, das mich inspiriert, wo mich ein Licht interessiert, eine Methode, die da irgendwie angewendet wurde, egal was, ich drucke mir die Bilder total gerne aus und lege mir die auf meinen Schreibtisch, hänge mir die an meine Pinnwand dran und schaue mir die Bilder immer wieder an. Und jetzt kommt ein Satz, den ich ein paar Mal wiederholen werde. Bilder, die ich in die Hand nehmen kann, wirken einfach ganz anders als Bilder, die ich auf meinem Smartphone oder auf meinem Monitor anschaue. Gedruckte Bilder sind was komplett anderes nochmal. Und die Bilder, wenn sie irgendwo rumhängen, nehme ich immer wieder in die Hand. Ich schaue sie mir immer wieder an. Auf dem Smartphone vergesse ich die sofort. Instagram-Bilder sind tatsächlich ein nicht zu verachtender Anteil an Bildern, die ich auf dem SP3 ausdrucke. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, okay, aber wie oft und wie viel druckt man überhaupt auf so einem Instax-Drucker? Randvoll. Ich verwende die Instax-Drucker tatsächlich sehr, sehr häufig. Zweiter Anwendungsfall sind bei mir die Hochzeiten. Da eignet sich vielleicht dieses Konfetti-Format ganz gut. Das Schöne ist ja, dass ich aus meinen Fujifilm-Kameras fertige Bilder als JPEG direkt aus der Kamera rausbekomme. Wenn ich also von dem Brautpaar die Paarbilder fertig habe, drucke ich irgendwann heimlich still und leise nebenher in meiner Fototasche, entweder von meinem Smartphone oder direkt von den Kameras, ein paar der Paarbilder aus. Die verteile ich dann nachher entweder an der Location an die Gäste oder lege sie auf den Tischen aus oder lege sie auf den Tisch des Brautpaares aus und lasse die Bilder dann entdecken. Niemand rechnet mit diesen kleinen Instax-Prints. Sprich, wenn die entdecken, sind die völlig geflasht. Oftmals sehen sie auch gar nicht als erstes. Wenn ich sie an die Gäste rausverteile, dann lasse ich das Brautpaar zum Beispiel die Bilder oftmals jagen. Ich sage nur, hey, es gibt hier irgendwo 10 Bilder von euch, sammelt die mal wieder ein. Und dann müssen die nach und nach von den Gästen die Bilder einsammeln. Glaubt mir, die Blicke, die die Gäste und das Brautpaar haben, wenn die Bilder in der Hand haben, sind unbezahlbar. Das wirkt nochmal ganz anders, so ein gedrucktes Bild. Ich könnte mich dann auch jedes Mal fast totlachen, wenn die Leute die Bilder in die Hand nehmen und mit dem Smartphone ein Bild vom Bild machen. Daran sieht man aber, wie sehr ein gedrucktes Bild wirkt. Keiner würde auf die Idee kommen, wenn ich ihnen ein Bild auf dem Display meiner Kamera zeige, das Display von meiner Kamera abzufotografieren. Gedruckte Bilder wirken. Ich habe über die Jahre dann auch ganz oft mit den Brautpaaren nochmal ein Selfie gemacht und auch das mir später ausgedruckt und an meine Wand gehängt. Dann habe ich am Jahresende eine Collage mit allen Brautpaaren, die ich in einem Jahr fotografiert habe. Anwendungsfall Nummer 3 ist auf Jobs. Ich nehme tatsächlich den Instax-Drucker immer mit. Ich habe ihn immer in meiner Fototasche. Wenn ich dann auf einem Job bin und ich über den ganzen Tag hinweg fotografiere, teile ich ganz gerne am Abend ein paar von den Bildern aus oder so ein paar Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Das Tolle ist, die Bilder werden behalten. Ich gebe dann an die Make-up-Artists was raus, an meine Kunden, an meine Assistenten, an wen auch immer. Alle dürfen gerne was von den Bildern haben. Eine kleine Erinnerung, eine schöne Erinnerung an diesen Tag. Ich habe dann auch meine Kontaktinformationen auf diesen Prints drauf, weil die Erfahrung zeigt, so ein Print hält wesentlich länger als eine Visitenkarte, die ich an dem Tag austeile. Ihr könnt natürlich auch einfach hergehen, unten auf die Prints was draufschreiben. Auch eine schöne Möglichkeit sind aber diese MuCard-Sticker.
Ihr könnt euch hier so ein kleines Stickerbook anlegen und einfach so einen Sticker auf diese Instax-Prints hinten drauf machen mit euren Kontaktinformationen. Funktioniert genauso gut. Letzter Anwendungsfall ist auf Reisen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch der schönste Anwendungsfall, den ich für die Instax-Drucker habe. Ich fotografiere auf meinen Reisen ganz viele Menschen. Und klar, versuche ich immer mit denen irgendwie die Kontaktinformationen auszutauschen. Ich sage denen mein Instagram, ich gebe denen Visitenkarten, aber die Erfahrung zeigt, nicht mal die Hälfte nimmt tatsächlich Kontakt auf und den wenigsten kann ich dann die Bilder tatsächlich zukommen lassen. Deswegen einfach ein Bild ausdrucken und den Leuten direkt in die Hand geben. Wenn die dieses Bild sehen, kommt ihr sofort mit denen ins Gespräch. Bilder wirken. Dann kommen noch mehr Leute dazu und wollen das Bild sehen. Dann kommt ihr mit denen ins Gespräch und schon geht die Reise weiter. Es passieren neue spannende Dinge. Ihr lernt neue Menschen kennen. Ihr kommt mit den Bildern, mit den Leuten einfach ins Gespräch. Und auch da wieder, das ist eine schöne kleine Erinnerung, die sich die Leute garantiert irgendwo an die Wand dranhängen und vielleicht noch Jahre später dran zurückdenken. Hey, da war doch mal der irre Fotograf mit dem großen Bart und hat ein tolles Bild von mir gemacht. Man kann die Instax-Bilder zwar ganz wunderbar mit einem Sticker oder mit einem Magneten irgendwo an der Wand anbringen. Man kann sie auch Rahmen, das funktioniert tatsächlich auch. Das sieht auch richtig gut aus, wenn die im ordentlichen Rahmen drin sind. Wer aber mal keinen Rahmen zur Verfügung hat, dem empfehle ich, die Kassetten aufzubewahren, in denen die frischen Filme kommen. Wenn die Kassetten verbraucht sind, kann man die einfach entsorgen normalerweise. Man kann die aber auch zu Rahmen umfunktionieren. Man muss dazu einfach nur mit einem passenden Werkzeug hier vorne diesen kleinen Folienstreifen aus den Dingern entfernen. Dazu einfach hier reinfahren und den Streifen abziehen. Dann könnt ihr nämlich in die Dinger die Bilder wieder reinschieben. Und dann habt ihr einen kleinen Rahmen, den ihr einfach praktisch aufstellen könnt, auf den Schreibtisch. Das Ganze funktioniert auch im Querformat. Und so könnt ihr eure liebsten und schönsten Erinnerungen direkt auf eurem Tisch immer wieder angucken. Die Dinger eignen sich auch wunderbar als Transportverpackung. Wenn ihr also einen ganzen Film verschossen habt, idealerweise habt ihr schon eine leere Kassette dabei und ihr könnt dann nacheinander, einen nach dem anderen, die Prints hier wieder reinschieben. Ihr kriegt die danach auch ganz wunderbar wieder raus. Einfach rausschieben und ihr habt die Prints wieder in der Hand. Oh.